Herzlich willkommen zu einem Poybase-Anleitungsvideo. Dieses Video zeigt, wie eigene Poy-Kategorien in das Poybase-System importiert werden können, beziehungsweise auch wie leere Poy-Kategorien angelegt werden, um diese dann über die interaktive Karte mit eigenen Poys zu füllen. Nach dem Start der Poybase-PC-Software, beziehungsweise auch der browserbasierten Webversion, befinden wir uns zunächst im Hauptmenü. Hier gelangen wir über den Menüpunkt Herunterladen, meine Poys importieren in den Bereich der privaten Poy-Kategorien. Poybase ist kostenlos und in der kostenlosen Version können 5 eigene Poy-Kategorien importiert werden. Jede Poy-Kategorie darf maximal 5000 Poys enthalten. Wer weitere Poy-Kategorien benötigt oder mehr Poys pro Poy-Kategorie, kann über diesen Button hier das Produkt Poy Import Plus buchen und kann dann von 5 auf 30 Kategorien erhöhen bzw. von 5000 auf 30.000 Poys pro Kategorie. Zusätzlich im Produkt Poy Import Plus enthalten ist der sogenannte Geocodierer. Das bedeutet, dass auch Adresslisten importiert werden können, zu denen noch keine Koordinaten vorhanden sind. Poybase erstellt dann diese Koordinaten automatisch und kann so die Poys anlegen. Um auch diese Funktion zu zeigen, habe ich jetzt hier in dem Account mal das Produkt Poy Import Plus aktiviert. Das heißt, es sind jetzt 30 Kategorien möglich und jede Kategorie kann 30.000 Poys enthalten und es besteht eben die Möglichkeit, auch reine Adresslisten zu importieren. Eine neue Poy-Kategorie wird über den Button Poy-Kategorie hinzufügen angelegt und als erstes möchten wir jetzt mal eine GPX-Datei, zum Beispiel mit Stellplätzen, importieren. Solche GPX, KML oder CSV-Dateien mit Poys gibt es von vielen Anbietern und von auf vielen Webseiten auch zum Gratis-Download. Zunächst gibt man einen Namen ein. Dann kann man hier entscheiden, ob man diese Kategorie, die man jetzt anlegt und hochlädt, ob man diese auch für alle anderen Poybase-Nutzer öffentlich verfügbar machen möchte. Das sollte man natürlich nur tun, wenn man auch die Rechte entsprechend an diesen Daten hat, zum Beispiel, dass man diese Poy-Kategorie selber erstellt hat und möchte die mit anderen Nutzern teilen, dann kann man diese Poy-Kategorie hier auch veröffentlichen. Dann wird zu jeder Poy-Kategorie ein Bild hochgeladen. Die Bildgrößen, die gefordert sind, sind 22x22 und 44x44 Pixel. Allerdings kann man auch andere Bildgrößen hochladen und beim Import wird dann das Bild automatisch auf diese Größe verkleinert bzw. vergrößert. Das Bild sollte nach Möglichkeit rechteckig sein, da das Bild sonst auch gestreckt wird und das einfach besser aussieht, wenn man ein rechteckiges Bild hochlädt. Wir nehmen jetzt mal für den Stellplatz hier dieses PNG. Es können auch GIF- oder JPG-Dateien und auch BMP-Dateien ausgewählt werden. Man Minimum das 22x22, aber wenn man auf Smartphone-Displays auch höher auflösende Icons möchte, sollte man auch das 44x44 auswählen. Dann gibt es noch diese beiden Formate hier für VW und Audi. Das sind Spezialformate, die braucht man eigentlich auch nur hochladen, wenn man eins der beiden Systeme verwenden möchte. Auch hier ist es möglich, transparente Icons hochzuladen. Dann wählt man hier die Poy-Datei aus, in dem Fall eine GPX-Datei. Und kann dann schon klicken auf Poy-Kategorie hinzufügen. Jetzt bekommt man die Meldung, dass die Poy-Kategorie erfolgreich hinzugefügt wurde, dass 2729 Poys in dieser Kategorie erkannt wurden und dass man sich jetzt eine kurze Zeit gedulden soll, bis der Vorgang auf dem Server abgeschlossen ist. Hier über diese Sanduhr sieht man, dass die Kategorie verarbeitet wird. Das kann einige Minuten dauern. Und indem man hier oben auf Meine Poys importieren klickt, wird die Seite aktualisiert und man bekommt ein Update zu dem Status. So, man sieht nun, dass die Kategorie erfolgreich importiert worden ist. Man sieht hier die Anzahl der Poys, den Namen, das Icon und kann hier hinten verschiedene Funktionen auf diese Kategorie ausführen. Einmal hier natürlich die Kategorie löschen. Dann kann man hier die Kategorie bearbeiten. Kann man den Namen bearbeiten, die Icons bearbeiten und den Status, ob die Kategorie öffentlich sein soll oder privat. Und über diese Lupe kann man die importierten Daten auch direkt auf der Karte anzeigen. Sieht jetzt die importierten Stellplätze, kann die auch entsprechend anklicken und kann auch jetzt, da es die eigene Kategorie ist, hier neue Poys hinzufügen in diese Kategorie, kann Poys löschen, Poys bearbeiten, den Namen ändern. Genau. Dann als nächstes möchte ich mal zeigen, wie eine leere Poy-Kategorie angelegt wird. Dazu geht man auf Poy-Kategorie hinzufügen, gibt irgendeinen Namen ein, mache jetzt einfach mal leere Kategorie
gibt jetzt auch ein Icon vor. Wir nehmen hier zum Beispiel mal das Icon. Gibt hier keine Datei ein und geht dann auf Poll-Kategorie hinzufügen. Man hat dann sofort die Poll-Kategorie angelegt, sieht hier 0 Polls, sie ist noch leer. Nun hat man die Möglichkeit, über die Lupe in die Karte zu gelangen. Man sollte darauf achten, dass der Länderfilter jetzt hier deaktiviert ist, weil in der leeren Kategorie sind ja noch keine Polls drin. Das heißt, die sind auch noch keinen Ländern zugeordnet und wenn man hier einen Länderfilter aktiviert, wird die leere Poll-Kategorie unter meine privaten Polls hier nicht angezeigt. Die Kategorie kann man jetzt hier an- und abwählen. Es sind ja noch keine Polls drin. Hat man die Kategorie angewählt, kann man in der Karte klicken oder kann hier oben auch erst einen Ort suchen und kann hier dieses rote X setzen und kann rechts auf Poll hinzufügen gehen. Dann wird man nochmal nach der Kategorie gefragt und kann jetzt hier einen Namen vergeben, kann eine Beschreibung eingeben, kann die Adresse nochmal konkretisieren, Telefonnummer und weitere Daten hinzugeben und klickt dann auf OK, speichern und sieht jetzt direkt den neu erstellten Poll hier auch in der Karte. Auf die Art und Weise können jetzt weitere Polls erstellt werden. Die bereits erstellten können auch wieder entsprechend bearbeitet werden. Geht man wieder zurück zum Poll-Import, sieht man auch jetzt hier, dass in der Kategorie jetzt ein Poll verfügbar ist. Kann man jetzt auch hier umbenennen, zum Beispiel. Und kann auf diese Art und Weise seine Daten entsprechend pflegen. Als letztes möchte ich jetzt noch zeigen, dass es auch möglich ist, reine Adresslisten zu importieren, wenn man Poll Import Plus gebucht hat. Das heißt, man kann zum Beispiel Adresslisten nehmen, zu denen noch keine Koordinaten vorliegen und diese über Pollbase geokodieren lassen. Auch hier vergibt man wieder einen Namen, wählt ein Icon aus, wählt dann eine CSV-Datei aus. Die öffnen wir mal und sehen, dass das eine ganz simple CSV-Datei ist. Die ist jetzt in dem Fall Komma getrennt mit einem Namen, der Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Jeder Datensatz eine Zeile. Wenn wir jetzt die öffnen, kommt hier eine CSV-Spaltenkonfiguration. Hier geben wir jetzt an, was unser Trenner ist. Das war in dem Fall das Komma, kann aber auch ein Semikolon sein. Die erste Spalte ist jetzt in dem Fall nicht die X-Koordinate, sondern ist der Name bzw. die Kurzbeschreibung. Die zweite Spalte war die Straße, die dritte Spalte die Hausnummer, die vierte Spalte die Postleitzahl und die fünfte Spalte der Ort. Man kann natürlich auch noch eine Länderspalte machen, dann ist gerade wenn man jetzt viele ausländische Adressen hat, das nochmal ein bisschen zuverlässiger in der Geokodierung. Hat man das entsprechend ausgewählt, klickt man auf Poll-Kategorie hinzufügen. So, bekommt jetzt hier die Meldung, es wurden 5 Polls erfolgreich importiert. Es waren auch 5 Datensätze in der CSV-Datei. Sieht jetzt hier die 5 Polls und bekommt hier noch den Vermerk, dass das eine geokodierte Kategorie ist. Auch die kann man sich jetzt direkt in der Karte anzeigen lassen und die Geokodierung prüfen. Und sieht jetzt direkt die 5 Datensätze, die man in der Adressliste hatte und kann die auch entsprechend jetzt hier wieder bearbeiten. Um die so importierten Polls bzw. Poll-Kategorien jetzt auf ein mit Pollbase kompatibles Navigationssystem oder ein bereits verbundenes Navigationssystem, wie hier das Garmin, zu übertragen, klicken wir auf Startseite, Herunterladen, Polls herunterladen, Meine privaten Polls und finden jetzt hier die Liste der importierten Daten, können hier diese über Hinzufügen zur Auswahl der hinzugefügten Poll-Kategorien hinzufügen. Wir sehen hier unten, die Zahl wird auch größer. Und diese privaten Poll-Kategorien kommen jetzt einfach zur Auswahl der hinzugefügten. Das heißt, wenn wir auf meine ausgewählten Polls gehen, sehen wir die von Pollbase bereits zur Verfügung gestellten Polls, die ausgewählt wurden vorher schon. Und da kommen jetzt dann bereits zum Hinzufügen die privaten einfach mit in diese Poll-Sammlung rein. Und das Übertragen auf das Gerät wird dann über den Button Polls aktualisieren gestartet. Und jetzt werden die privaten Polls sowie auch die von dem Nutzer vorher in Pollbase ausgewählten Polls auf das Gerät übertragen. Über die Android-Smartphone-App Pollbase stehen die privaten Polls auch zur Verfügung, werden dort auf der Karte angezeigt und lassen sich natürlich durchsuchen und als Ziel auch auswählen. Ich hoffe, das Anleitungsvideo hat etwas geholfen, den Poll-Import in Pollbase zu erklären. Für weitere Fragen steht natürlich unser Pollbase-Support jederzeit gerne zur Verfügung.